Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, den OMSI Super Simulator. Ja, auf einen Kommentar möchte ich reagieren, und zwar für die liebe Nadine LP. Ja, du hattest mich gefragt, ob ich für meine OMSI 2 Einstellung gerne ein Video machen will. Und ja, das habe ich mir so gesagt. War ja die ganze Zeit noch in Bearbeitung gewesen, aber das Format hat mir noch so gerade gut gefallen. Ja, mir ist wichtig, dass mir zwar viel sieht, viel auf den Karten darstellen kann, und dass es halt das Spielerlebnis für die Zuschauer sehr, sehr wichtig ist. Und zu einem, du findest auch unter meinem Video die Videobeschreibung, besser gesagt die Einzelheiten zu meinem Equipment. Und ja, also jetzt einfach mal der Reihe nach durch, ne? Allgemein Fahrscheinverkauf habe ich eigentlich sehr einfach gelassen, weil manchmal will man einfach nicht sein Köpfchen anstrengen. Und ja, also wie gesagt, starker PC, gute Leistung, und das sind halt so die Einstellungen, die ich habe. Und gesagt, ich kann maximal bis 60 FPS hochgehen, habe aber auf 30 reduziert, weil ich auch immer nur zwei Nachbarkacheln lade. Von der Entfernung her ist es maximale bis 1500. Da steht jetzt zwar 1600 drin, aber das variiert je nachdem, was du bei Menschen oder KI-Menschen aktiviert hast. Also ich habe bisschen mehr lebendig lieber was drauf, als wenn ich nur ja, Autos am Fahren bin. Und von Stelle 3, ich meine, die Einstellung habe ich jetzt für alle meine OMSI 2 Karten, ne? Das muss ich dazu sagen. Und die Größe des Bildschirmrands, ne, ist natürlich klar, auf was du wie weit du nach vorne siehst, und die Reflexion quasi, was du eigentlich Einfluss im Rückspiegel, aber auch was du draußen siehst, ne? Also diese maximale 1600 ist quasi, wenn du von oben drauf guckst auf den Bus, auch von der Draufsicht her, was alles um dich herum quasi ist, ne? Deswegen habe ich das so 1500, 2600. Das sind auch Erfahrungen, die ich quasi jetzt alle in den seit 2013, wo das Spiel rausgekommen ist, ein bisschen gemacht habe, ne? Also auch von den Partikelsystemen würde ich jetzt dieses dem Buffer-Effekt anwenden für die Reflexion. Mich im Bus oder die Menschen, würde meine Leistung auch dementsprechend auch wieder weiter runtergehen. Also das ist halt schon ziemlich performancefressend. Die Komplimität von den Karten her. Es gibt noch eine zweite Einstellung, wie gesagt, von jemand anders. Der hat auch komplett anders, aber für ein Erlebnis, wie ich es gern hätte, wäre halt so das 4-2-System, sage ich mal, effektiv. Es gibt zwischen den FPS ganz starke Schwankungen. Also zum einen, ich habe sie auf 1020 und auf 1020 dynamische Kacheln. Hat nämlich auch dazu mit zu tun, dass diese Einstellungen hier nicht so viel Performance fressen, weil ich glaube, standardsgemäß muss hier 30, 40 sein und 1020 irgendwas an den Dreh sein. Also da auf jeden Fall auf achten, dass 1020 ist 1020, weil es ist sehr performance schonend. Also ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass ich sehr, sehr, sehr wenig Probleme damit hatte, auch mit den ein paar HD-Texturen waren noch dabei gewesen, und deswegen habe ich auch benutze ich auch keinen Lower oder den Bus für 206 die kleinen Pixel halt, ne? Also benutze ich schon gar nicht, ne? Wenn ich schon HD-Texturen habe, dann kann ich es auch verwenden. Das hier, die Hochauflösung für die Grafikkarte, das kannst du individuell einstellen. Entweder du hast eine Grafikkarte, die extra einen Arbeitsspeicher hat, wie damals die 970 GeForce GTX. Ich glaube, die hatte 4 GB Arbeitsspeicher. Und da habe ich quasi gesagt, ey, pass auf, wir machen das so. Grafikkarte, 2 GB bis 4 GB. Also da gibst du das in dem Fall 8000 MB quasi ein. Die Textur für den Rückspiegel schließt sich quasi auf den 8000 an, auf diese 8 GB. Ich habe damit auch heute keine Probleme, dass es ab und zu ruckelt. Liegt einfach daran, dass ich sehr viele USB-Hubs angeschlossen habe. Deswegen brauche ich ein bisschen. Was natürlich auch bei den Geräuschkulissen ist, ich habe den Effekt komplett runtergestellt, weil ein Hall-Effekt oder ein Doppler-Effekt
Das geht mir auf die Aufnahme schon mal gar nicht. Ja, es gibt gewisse Aufnahmen und ein gewisses, wie sagt man, Hamburg Tag und Nacht zum Beispiel, wenn du am Bahnhof stehst, am Rathausplatz. Und da ist natürlich wieder klar, da kann man es einstellen in Stereo, aber ansonsten verwende ich immer nur so, wie viel ich da auch brauchen kann auf den Ohren. Maximaler Sound, klar, 400, aber das ist auch ordentlich Performance. KI-Verkehr. Das ist jetzt, ich habe es schon auf 4 eingestellt gehabt, ich habe es schon auf 3. Aber mit der Einstellung muss ich sagen, komme ich wunderbar zurecht. Heißt natürlich auch, je nachdem, wie du die KI-Liste geprogrammiert hast, eingestellt hast, kommen alle KI-Medikamente auf 1, kommen die Fahrzeuge alle auf 1. Ich denke, du hast es mal bestimmt in der ETS, in der OMSI 2-Woche mal miterlebt, was das so alles ist. Oder wie das alles funktioniert, und dementsprechend ist es so, ja. Ich habe halt gern Leben auf der Karte, ne? Und selbst wenn ich dann Anzahl der Menschen, du siehst auch, wie ich es vorhin erklärt habe, mit den 1500, alles, was in deinem Bereich angezeigt wird, wird quasi auch hiermit gefördert. Ne? Also, ich weiß nicht, inwiefern manche Karten du aufgedreht hast, aber das ist für mich so im Endeffekt das, die Einstellung, dass ich Lebendigkeit auf der Karte habe. Man merkt es halt auf Städtedreieck. Im Hintergrund sieht man es ja auch. Es ist so nach und nach, wie das halt so ist. Ne? Also, ja. Also, das sind so meine Einstellungen, die ich quasi benutze. Es gibt aber noch eine andere Einstellung, das möchte ich direkt hier anschließen. Und zwar war das vom lieben Johannes. Und ich muss. Ja, das sind Johannes seine Einstellung. Ich habe es auch Johannes LP extra genannt. Er hat eine sehr, sehr schonende, aber auch sehr einfache Weise. Ne? Also du siehst auch hier reduziertes Multitarrying. Braucht man nicht wirklich, wenn man High-End-PC hat. Aber du siehst, wie schön ökonomisch er das Ganze da eingestellt hat. Ne? Weniger Objekte, dafür mehr auf der Hauptlinie. Wie gesagt, alles, was du hier einstellst, ist auf der Hauptlinie zu sehen. Grafiklich ja, hat er weniger. Ich habe halt das, was ich meinte, ne, 2040, ich habe da 1010, dass auch wirklich keine Ruckler groß entstehen. Und ja, Standard Sounds, E-Verkehr, ja, sieht man auch fast standardlich aus, ne, was er da drin hat. Und kann ich auf jeden Fall mal im Vergleich sehen. Ich wünsche auf jeden Fall damit viel Spaß und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge geht es um sie zwei. Ne? Bis dahin, euer Batalo. Ciao, ciao.